Wahlkampf geworden, mit klarem Kopf, mit großem Herzen, und Sie haben gesagt, wir wollen was für die Stadtteile in Düsseldorf tun. Wir wollen jetzt hier nicht die ganzen programmatischen Punkte aufnehmen. Sie haben so ein bisschen zugehört, was Herr Elbers gesagt hat. Würden Sie da als künftiger Oberbürgermeister andere, ganz andere Akzente setzen? Ja, da würde ich schon andere Akzente setzen, also etwa beim Thema Wohnen. Ich meine, wir haben die Beobachtung gemacht in den letzten 6 Jahren. Es ist zu wenig gebaut worden, verglichen mit dem, was an Nachfragezuwachs kam. Es ist eine wachsende Stadt, wir haben viel zu wenig gebaut, und dann passiert das, was in der Marktwirtschaft passiert. Die Nachfrage steigt stark, das Angebot viel zu gering, und so explodieren die Preise. Und wir haben zudem eben nur gebaut nach einem Geschäftsmodell, nämlich Grundstücke zum Höchstpreis an Investoren vergeben, die darauf Eigentumswohnungen im Luxussegment gebaut haben. Und stattdessen bin ich der Meinung, wir müssen dafür sorgen, dass mehr gebaut wird und entsprechend dem Bedarf gebaut wird, nämlich bezahlbarer Wohnraum. Und ein Schritt wäre beispielsweise, dass man endlich dafür sorgt, dass die Mittel, die das Land für geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stellt, auch tatsächlich abgerufen werden. Und ich glaube, und dass man dafür sorgt, dass auch Genossenschaften wieder eine Chance haben. Also ich würde jetzt, Sie haben gesagt, wir machen jetzt kein großes Wahlprogramm, aber ich sage immer, man kann nicht zaubern in der Politik. Und es ist völlig klar, es ist nicht einfach, die sehr dramatisch steigende Nachfrage nach Wohnraum sofort zu befriedigen. Aber die Instrumente, die man hat, die muss man nutzen. Und die sind in den letzten Jahren nicht genutzt worden, und deswegen stehe ich für den Wechsel. Herr Oberbürgermeister, jetzt vielleicht noch mal ein paar Dinge, die ganz speziell auch unsere Gruppe betreffen, die Lesben und Schwulen hier in Düsseldorf. Ein ganz einfacher Punkt ist, dass dieser CSD zum, ich glaube jetzt, wie viel noch mal, 8. oder 11. glaube ich, ne, 11. Stattfinden. Ja, das ist ein echter Klimmzug derjenigen, die hier sehr, sehr viel auch ehrenamtlich arbeiten. Es gibt andere Städte in Deutschland, die CSD auch haben, die den CSD mit einer Finanzspritze unterstützen, bis zu 5-stellige Eurobeträge. Beträge werden da zur Verfügung gestellt. In Düsseldorf bislang ist es nicht der Fall. Könnten Sie sich vorstellen, das auch absehbar zu ändern? Das ist immer die Frage der... Du kannst fahren! Du kannst gehen! Muss, wie viel dieser Platz zur Verfügung gestellt wird, den Tag, um also frei zur Verfügung gestellt. Und ansonsten, glaube ich, ist es wie die Veranstaltungen, die wir haben hier, ob das verschiedene Tage sonst Veranstalter, die ehrenamtlich ihre Feste durchführen, die genauso das, also das Ehrenamt machen. Ich glaube nicht, dass man immer alles fordern und sponsern muss. Wenn man ganz normal behandelt werden will, dann kann man auch normalen Fest feiern, ohne die Steuersteuer zu geben. Herr Geisel, direkt dazu, dieselbe Frage an Sie. Würde sich das möglicherweise ändern, wenn Sie da im Amt wären demnächst? Ich glaube, man muss genau, es gibt ja die Diskussion, etwa beim Brauchtum, bei den Karnevalisten und bei den Schützenvereinen. Und ich habe da eine ziemlich klare Auffassung. Es kann nicht angehen, dass wir jetzt die Arbeit dieser Vereine unmittelbar subventionieren, indem wir da einfach Geld ausschütten. Aber man muss einfach sehen, es gibt eine Menge Kosten, die verursacht sind, letztlich durch die öffentliche Hand in Form von Sicherheitsauflagen, die, das weiß jeder, ja insbesondere infolge der Love Parade dramatisch zugenommen haben. Und Verursacher dieser Auflagen ist die öffentliche Hand, und diese Auflagen müssen erfüllt werden, um überhaupt diese Veranstaltungen zu ermöglichen. Und deswegen würde ich sagen, an diesen Kosten ist es richtig, dass sich die öffentliche Hand beteiligt. Und da glaube ich, sollte für die Karnevalisten und Schützen nichts anderes gelten als für die Ehrenamtler, die eben den CSD veranstalten. Und ich glaube, da wird man dann auch eine vernünftige Lösung finden, die eben, wie gesagt, jetzt nicht jeden Event einfach sponsert, aber wo man genau trennt, was sind Kosten, die die Ausübung überhaupt erst ermöglichen, und was ist eine direkte Subvention des CSD, die ich nicht verfolge. Deshalb wird der Platz ja hier auch kostenfrei überlassen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja. So, jetzt haben wir noch ein ganz, ganz sensibles Thema, das seit Jahren auch vom CSD-Verein aus angesprochen wird, was aber irgendwie in der Praxis einfach nicht gebucht wird. Das ist die berühmte Regenbogenflagge, die nicht vor oder am Rathaus hängt, während der CSD stattfindet. Könnten Sie da nicht mal was machen, Herr Elbers, mal ganz ehrlich? Ja, auch da gibt es eine Regel, dass da auch keine anderen Fahnen hängen. Die Diskussion haben wir auch mit der...
Tibet, Schwaner und Schwaner. Am Burgplatz drumherum kann man das machen, da die Wahrheit dagegen, da kann man auch die Regenbogenfahne aufhängen. Selbstverständlich kann man das, wenn man das will. Nur direkt vom Rat, und auf diesem Platz haben wir unser Verständliches nicht zu tun. Und im Moment sehe ich auch keinen Grund, es zu ändern. Aber die Stadt besitzt, glaube ich, nicht meine Regenbogenfahne, ist mir zugetragen worden. Man kann ja Fahnen leihen bei der Stadt, aber es gibt alle möglichen Stadtfahnen. Eine Regenbogenfahne ist nicht dabei. Ja, das können Sie aber mit der Marketinggesellschaft besprechen, die Sie ja hier auch in den letzten Tagen unterstützt hat bei dem Fest. Und ich glaube nicht, dass die was dagegen hat, wenn man da sich eine Regenbogenfahne ins Lager hängt. Ja, Herr Geisel, wie ist es bei Ihnen? Also wenn Sie dann im Rathaus säßen, das wäre hoffentlich Ihre erste Amtshandlung morgens, bevor Sie zur CSD-Parade gehen, da die Fahne noch zu hissen. Stimmt, ich habe sogar selbst eine Regenbogenfahne zu Hause, die könnte ich der Stadt sogar kurzfristig ausleihen, da bis tatsächlich Ersatz geschafft ist. Und ich bin schon der Meinung, wenn der Oberbürgermeister und diese Tradition von Herrn Elbers würde ich fortsetzen, Schirmherr des CSD ist, dann ist es angemessen, auch im Rathaus die Regenbogenfahne zu hissen. Es heißt ja, wenn man Schirmherr ist, es heißt ja, dass man sich mit dieser Veranstaltung identifiziert. Und ich kann sagen, Herr Elbers, Sie konnten eigentlich heute auch nicht teilnehmen, weil Sie im Moment nicht, wie soll man sagen, etwas mobilitätseingeschränkt sind. Deswegen mache ich Ihnen da überhaupt keinen Vorwurf. Aber es, wenn Sie wieder mal teilnehmen, es ist ein tolles Erlebnis. Ich finde, gerade bei dieser Parade zeigt sich Düsseldorf eigentlich von seiner schönsten Seite, von der Seite, wie wir uns Düsseldorf immer wünschen. Weltoffen, heiter, gut gelaunt, beschwingt. Und eben so, dass bei uns eben, dass wir zeigen, hier können verschiedene Lebensentwürfe nicht nur nebeneinander herleben, sondern wir haben alle das Verständnis, das gehört zum Ganzen. Die Vielfalt in Einheit, das ist das, was Düsseldorf ausmacht, und es verkörpert kaum eine andere Veranstaltung so schön wie der CSD. Ja. Zum Abschluss dieser kleinen Politrunde dann von meiner Seite natürlich nochmal die Frage, Sie laufen sich jetzt nochmal richtig heiß auf die Zielgerade bis zum 15.06. Herr Elbers, jetzt abschließend natürlich, jetzt kommt ein hoffentlich flammendes Plädoyer, warum man Sie wählen soll am 15.06. Auf gar keinen Fall! Bla, 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 so voller Hand weiterzuführen. Ich habe es eingangs gesagt, wie es in den letzten Jahren gemacht worden ist, Internationalität, die Weltoffenheit, aber auch eben das Bodenständige, das Brauchtum, und dass es jeder so entfalten kann, wie er möchte. Das ist das, was mir wichtig ist, was wir in dieser Stadt leben und was ich gerne auch für die Menschen in dieser Stadt weiter tun will. Nein, aber ich meine, Vorteile, 11% fehlen bis zur 50 nach dem letzten Sonntag. Auch ihr, 12, Entschuldigung. Jetzt kommt vielleicht von Ihnen ein ähnliches, anderes Plädoyer, Sie am 15. zu wählen. Also ich sage immer, ich werbe für Person und Programm. Mein Programm ist bekannt, es ist bezahlbarer Wohnraum, das ist das Gleichgewicht zwischen Stadt, Innenstadt und Stadtteilen wiederherstellen, das ist moderne Mobilität mit Vorrang für Bus, Bahn und Fahrrad, und es sind Investitionen in die Zukunft, insbesondere Betreuung und Schulen. Was meine Person angeht, ich glaube, ich stehe auch für einen anderen Führungsstil, für eine andere politische Kultur. Ich will, dass Düsseldorf wieder in einem, ich sage es ganz bewusst, liberalen Geist regiert wird. Dafür stehe ich, und das ist mein Angebot an die Stadt. Ich danke Ihnen beiden nochmal recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch zusammen hier auf die Bühne zu kommen, und Ihnen natürlich für diese letzte Runde im Wahlkampf alles Gute, die Daumen, und ja, wir sind gespannt, was wir am 15. Abend über die Bildschirme und am Montag wahrscheinlich in den Medien dann sehen. Danke Ihnen, alles Gute. Ne? Ja, dem darf ich mich natürlich anschließen. Zum einen dem Andreas, dass er recht geschickt und elegant und ich denke mal liberal die Runde geleitet hat.